Guten Abend an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Flat heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Top Trading Monitoring Software. So, das Wichtigste auf einen Blick. Der Referent Manuel Lücke wird im Einzelnen darauf eingehen, was eigentlich eine Monitoring Software ist, ja, was man damit machen kann und für wen die von Vorteil ist. Bevor wir jedoch starten, Hinweis zu den Risikohinweisen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen Sie das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FX Flat übereinstimmen. Ja, ich denke, Manuel, du bist bereit? Ich bin bereit. Super, dann übergebe ich an den Kollegen Lücke. Viel Spaß. Gerne, ja. Vielen Dank nochmal für das zweite Intro heute. Ja, nee, technische Probleme können immer mal passieren, aber ich begrüße Sie natürlich alle recht herzlich zusammen und ja, freue mich umso mehr, dass hier so viele Leute geblieben sind, auch trotz Tonausfall, und würde sagen, dann meistern wir das Thema einfach nochmal von Anfang an. Heute geht es um Monitoring-Software. Eigentlich eher so ein Randthema im Trading, denn das betrifft eigentlich mehr so die Leute, die mehrere Konten haben, mehrere Konten verwalten oder auch sogar mehrere Handelsstrategien haben und traden. Und ja, dementsprechend nicht so für Anfänger freundlich, aber wer schon etwas dabei ist, der kann sich damit das Leben viel einfacher machen. Denn oftmals wissen wir gar nicht, für welche Probleme es alles so Lösungen gibt. Und Monitoring ist auf jeden Fall eine Lösung, die ja, die Verwaltungsaufwand reduziert. Ich würde mich an der Stelle noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren schon mit ja, der Börse verheiratet und habe damals das Glück gehabt, neben dem Informatikstudium einfach in einer Vermögensverwaltung anfangen zu dürfen und habe da natürlich einiges gelernt über die Jahre. Dort wurden Handelssysteme entwickelt, dort gab es auch einfach Trader, die die ganzen Handelssysteme verwaltet haben, und den ganzen konnte man dann auch über die Schulter blicken. Ja? Und es gibt natürlich unglaublich viele Synergien zwischen Informatik und Börse, denn man kann einfach Ansätze schnell mal eben programmieren und testen, ob das Ganze denn so erfolgreich läuft, wie man sich es vorstellt. Oder man kann eben natürlich auch schnell feststellen, wenn etwas nicht läuft. Ja? Und ich meine, nichts ist ärgerlicher, als wenn man vielleicht einen guten Ansatz ja, herausgefunden hat am Markt und dann handelt man den vielleicht 3 Jahre, bis man feststellt, ja, nee, der hat leider nur am Anfang funktioniert, wegen der Marktphase damals, und die restliche Zeit funktioniert es eigentlich gar nicht. Also da kann man sich extrem viel Zeit sparen. Und ja, ich bin froh, dass ich diese Fähigkeit habe. So, ich habe aktuell 2 größere Projekte, mit denen ich auch schon ja, länger verpartnert bin mit FX Flat. Das ist einmal der Forex Screener und einmal Top Trading Software. Forex Screener ist eben so eine Marktscreener, der hebt sich ziemlich ab zu anderen Screenern, weil er auch ganz gute Chart-Patterns hat. Also Chartformationen kann man dort mit Screen, zum Beispiel sowas wie doppeltes Top, doppelter Boden oder auch Hammerformation. Aktuell haben wir auch das SKS-Pattern in der Pipeline. Das habe ich so nirgendwo anders bisher gesehen. Und das wird in Kürze auch erscheinen. Also wenn Sie da Interesse haben, profitable Marktsituation per Knopfdruck zu finden, können Sie gerne mal auf forex-screener.de vorbeischauen. Und das andere Projekt ist eben Top Trading Software. Hier geht es um ja, die Entwicklung von individueller Handelssoftware. Also wenn Sie zum Beispiel einen Ansatz haben und Sie wollen nicht mehr den ganzen Tag vor dem Bildschirm warten, bis Ihr nächster Trade, bis Sie einsteigen können, dann können Sie das Ganze natürlich auch automatisieren lassen in Form eines Handelssystems,
Und das wird dann eben automatisch erkennen, ob ein Einstieg nach Ihren Bedingungen so gegeben ist. Und es kann auch den Einstieg durchführen, den Ausstieg durchführen und den ganzen Trade eben durchlaufen und managen. Und bei den Handelssystemen ist es eigentlich mehr so eine, es ist die Königsdisziplin, ja, bei Trading-Software. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Tools, mit denen Sie sich das Leben vereinfachen können. Beispielsweise eben, ja, sagen wir mal Copy-Trading-Software, wo Sie einfach von einem Konto aufs andere Konto Trades kopieren können, spielen können, eins zu eins, ohne dass Sie bei dem zweiten Konto eben per Hand die Trades eingehen. Und ja, hatten wir schon mal einen Kunden gehabt, der hatte eben von der Psyche her es nicht so geschafft, größere Konten zu handeln, einfach weil, ich weiß nicht, also es war ihm dann zu viel Volumen und da hat er mal ein bisschen Angst bekommen und der war mit kleinen Konten aber sehr erfolgreich gewesen. Also so kleine Konten konnte er echt gut hochhandeln und der hat sich dann dadurch so ein bisschen einfach ausgetrickst, indem er ein kleines Konto gehandelt hat und seine Signale oder seine Trades auf ein größeres Konto gespiegelt hat und dementsprechend die Größe auch automatisch dann angepasst wird auf die große Kontogröße sozusagen, ne? Also es gibt hier immer mal wieder Kniffe, die man ausnutzen kann und man muss hier einfach wissen, wo liegt das Problem und wie kann man es am besten lösen. Heute haben wir auf dem Schirm die Monitoring-Software und die löst das Problem der Überwachung. Also angenommen, wir haben mehrere Handelskonten, mehrere Handelsstrategien, dann wollen wir natürlich nicht überall uns in jedes Konto einmal einloggen, um dann zu gucken, wie ist denn der Profit oder wie ist der Kontostand, sondern wir wollen eigentlich alles auf einen Blick erfassen. Also Monitoring heißt Überwachung und das Thema Monitoring ist generell ein ziemlich großes Thema. Also auch außerhalb der Software, wenn man sich mal vorstellt, einfach im Auto, ne, man sitzt im Tesla zum Beispiel, und dort ist dann einfach die Armatur, unsere Monitoring-Software, die uns einfach anzeigt, wie schnell fahren wir, wie lange kann ich noch mit der Batterie fahren, wie viele Kilometer sind schon runter. Und es ist eben so ein bisschen die Kunst, was sind die Key-Informationen, die wir brauchen und die übersichtlich darzustellen, dass es auch nicht überladen ist, sondern man weiß, was will ich wissen, wo muss ich hingucken. Und bei dem Bild, das beschreibt es eben schon ganz gut. Also der Mann, der hier mit den sechs Monitoren sitzt, so sah es auch bei uns im Handelsraum aus, damals in der Vermögensverwaltung. Da wurden einfach die ganzen, ja, Auswertungen und Handelsstrategien gezeigt und einfach, wie ist der Status quo? Denn so eine Monitoring-Software beantwortet eigentlich nur eine Frage: Läuft alles? Oder muss ich halt irgendwo eingreifen, ne? Also wenn eben beispielsweise der Drawdown zu hoch ist, die Position zu weit ins Minus gelaufen ist, dann wird das irgendwie kenntlich gemacht und ja, wahrscheinlich auch einfach farblich markiert. Und es hängt hier immer von Trader zu Trader ab, was will ich denn mir überhaupt anzeigen lassen? Und das ist eine wichtige Aussage, denn Sie müssen sich erstmal Gedanken machen, was möchte ich denn gerne sehen wollen, was hilft mir dann weiter? Ich habe hier für Sie ein Beispiel mitgebracht, wie das Ganze quasi aussehen könnte. Also es gab hier schon mal ein paar Kunden, die ihre wichtigsten Key-Informationen quasi zusammengestellt haben und gesagt haben, ich möchte gerne so ein Dashboard haben, wo mir die und die Informationen angezeigt werden. Und das sind ja alles Punkte, die mitunter eben dabei gewesen sind. So. Da haben wir einmal zum Beispiel die Equity und die Balance. So. Und dann ist es natürlich beides, bezieht sich dann nicht auf ein Konto nur, weil das könnte man ja auch direkt im Konto auslesen, sondern man hat hier auch verbundene Konten. Also ich habe mehrere Konten und möchte mir jetzt vielleicht nicht überall mich einloggen und zusammenrechnen, wie ist da meine Equity, zumal die ja in 2 Minuten vielleicht sowieso wieder ganz anders aussieht, sondern ich möchte mir das Ganze auf einen Blick erfassen und das
automatisch zusammenrechnen lassen. Denn ansonsten müsste ich ja, der einfachste Weg wäre es vielleicht, alles in eine Excel-Tabelle einzutragen und sich es dann zusammen addieren zu lassen, ne? Aber wenn wir dann so in Richtung gehen, Key Performance-Indikatoren oder auch ja, Kennzahlen von meiner Handelsstrategie vielleicht, die ich habe, dann ist es auch ein bisschen komplexer, das alles so zusammenzurechnen. Und hier hätte man die wichtigsten Sachen auf einen Blick von allen Konten, die mir jetzt vielleicht verbunden sind. Ja? Sowas wie der Profitfaktor, Trefferquote, maximaler Drawdown und wie viel Geld verdiene ich denn überhaupt pro Trade? Das kann man hier alles in einer Übersicht mir anzeigen lassen. Genauso wichtig sind natürlich irgendwelche Charts, zum Beispiel eben, wie viel Profit habe ich denn in den letzten Monaten erwirtschaftet? Man könnte sich hier auch anzeigen lassen, wie lang ist denn beispielsweise die Stagnationszeit meines Portfolios oder der maximale Drawdown gewesen, zusammengerechnet. Das kommt eben ganz auf Sie individuell drauf an und hängt auch davon ab, sind Sie denn Systemtrader, handeln Sie eher diskretionär, sind Sie vielleicht ein Martingale-Experte, wo der Drawdown mehr oder die meiste ja, Aufmerksamkeit benötigt. Und das Ganze ist sehr individuell zu betrachten und kann man auch individuell zusammenstellen lassen, ja, zum Beispiel bei uns bei Top Trading Software. Und hier unten sind noch so ein paar Verwaltungsfelder. Da haben wir eben ja, die Anzahl der verbundenen Konten. In dem Falle sieht man es ja, sind eben zwei Konten mit der API verbunden. Die API, das zeige ich Ihnen gleich noch, was das Ganze ist. Und ja, es ist eben wichtig, den Status quo zu erfassen und auch zu sehen, dass eben alles verbunden ist. Denn es kann ja auch mal passieren, dass so eine Verbindung gekappt wird oder dass ein Server mal aufgrund von Zwangsupdates runtergefahren wird. Und das wäre natürlich keine gute Erfahrung, wenn wir gerade in einem Trade drin stecken und der Stop-Loss nicht mehr nachgezogen wird oder vielleicht auch gar kein Stop-Loss am Markt ist oder kein Report mehr erfolgt. Ja. So. Dann, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht doch mal zurück in die Folien und gucken uns mal von der Struktur an, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und zwar, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, die Oberfläche ist eigentlich nur so dieser Ausschnitt hier, ne? Also das Ganze wird eben im Browser angezeigt, alles zusammengefasst und ursprünglich kommen die Informationen eben von hier. Das heißt, wir haben sehr viele Trading-Accounts, können auf mehreren Servern verteilt sein. Und wie gesagt, das eigentliche Problem ist, ich möchte nicht mehr auf jeden Server einzeln gehen und mir die Informationen per Hand zusammensuchen und mich dort durchklicken, sondern das Ganze soll eben automatisch gebündelt weitergeschickt werden an die API. Die API ist quasi ja, unser Auffangbecken, unser zentrales Stück, welches alle Informationen zugespielt bekommt und abrufbereit für die Monitoring-Software zur Verfügung stellt. Und ob wir an diesem Ende hier jetzt einen Computer haben oder ob wir jetzt ein Smartphone haben, womit wir einfach auf unsere eigene Webseite zum Beispiel gehen oder in unsere Webanwendung gehen und uns das Ganze anzeigen lassen in der mobilen Ansicht, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Also die Informationen sind einfach zur Verfügung gestellt und das macht es natürlich extrem einfacher, wenn wir jetzt auch mal unterwegs sind. Ja? Also wenn wir gerade nicht am Computer sind und uns einloggen können, sondern wenn wir einfach alles übersichtlich dargestellt bekommen. So. Und ich würde an der Stelle auch nochmal zeigen, was es denn für Möglichkeiten gibt überhaupt, die wir uns anzeigen lassen können. Also wir müssen ja oder wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen sozusagen, ne? Und es stellt sich immer so eine Frage, was will ich denn überhaupt sehen? Es gibt halt verschiedene Trader sozusagen oder Trader-Kategorien. Also das Typischste für Monitoring-Software ist eigentlich so der System-Trader. Denn der hat einfach mehrere Handelssysteme am Laufen. Und für den ist zum Beispiel als erstes mit am wichtigsten die Verfügbarkeit. Also sind dann meine Handelssysteme
sind die dann alle live? Oder ist jetzt vielleicht eins ausgefallen oder inaktiv? Oder ist der MetaTrader abgeraucht? Und wir wollen ja eben auch keine Trades verpassen, ne? Also das schon mal von der Priorität her ganz wichtig. Und dann natürlich, wie sind die Gewinne und wie sind dann meine Kennzahlen allgemein? Denn wir haben ja für die Entwicklung unserer Handelsstrategien, haben wir ja ordentlich gebacktestet und wir wissen, dass diese Strategie oder sogar unser gesamtes Portfolio zum Beispiel einen maximalen Drawdown von 15% hat über die letzten 10 Jahre. Und wenn wir jetzt aber schon im Live-Trading bei, sagen wir mal, 30% stehen, also schon beim Doppelten, dann ist das genau die Information, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe. Läuft alles? Nee, jetzt läuft gerade nicht mehr alles, weil wir haben den doppelten Drawdown erreicht. Und hier sollten wir vielleicht mal etwas anpassen. Also entweder das Volumen reduzieren oder vielleicht mal prüfen, ob ein Fehler vorgefallen ist, ja, für eine Marktsituation, die einfach in den vergangenen Backtests noch nicht drin war. Dann haben wir beispielsweise die Option Copy Trading. Also angenommen, ich möchte mehrere Konten handeln. Ich bin diskretionärer Händler und ich möchte weitere Leute davon profitieren lassen, dass sie eben von meinen Trades, dass sie die mitmachen, dass sie gespiegelt werden. Und ja, jemand, der so ein Trader ist, der für den ist natürlich oberste Priorität, haben dann alle meine Trades mitgemacht oder sind die auch in der Position mit drinne? Und entsprechend könnte man hier auf einen Blick quasi, wenn man sehr, sehr viele Konten hat, könnte man halt in einer Tabelle gucken, ob denn alle, ja, erstmal alle Konten natürlich verbunden sind und natürlich auch, ob hier alle die gleiche Anzahl von offenen Positionen mitgenommen haben, ne? Weil wenn jetzt einer eine Position weniger hat, dann ja, muss ich natürlich auf dem Konto mal nachschauen und die Position eventuell manuell eingehen oder ja, oder mal schauen, ob der MetaTrader vielleicht abgeraucht ist, ne? So, dann hatten wir hier noch den Punkt, den ich Ihnen noch zeigen wollte mit der Verfügbarkeit und die API. Sie erinnern sich, dieses Mittelstück. Ups. Da haben wir natürlich hier auch die Information, denn das Ganze ist auch einfach ein Server und es könnte natürlich sein, dass der auch irgendwann mal nicht verfügbar ist. Also im besten Falle läuft der Server natürlich rund um die Uhr. Aber ich glaube, jeder, der schon mal einen Server gehostet hat, der wird auch wissen, dass ja irgendwann der Server mal Updates zwangsweise machen muss. Und dann ist es natürlich besser, wenn das am Wochenende geschieht und nicht dann, wenn wir gerade eine Position geöffnet haben, ne? So. Was noch möglich ist, sind natürlich erweiterte Funktionalitäten. Das heißt quasi, wir sind auf unserem Dashboard und wir wollen eingreifen, ohne uns direkt mit dem MetaTrader oder unsere Handelsplattform zu verbinden. Also es könnte halt sein, es ist gerade eine News rausgekommen und es gibt ja manche Leute, die machen ihre Systeme bei starken News aus beispielsweise. Und jetzt wollen wir aber uns nicht mit ja, auf alle Konten wieder verbinden, sondern wir haben jetzt hier vielleicht die Option, das Ganze per Knopfdruck zu machen, indem wir hier einfach so einen Ausschalter haben, ja, oder hier für alle Instanzen sogar die Möglichkeit haben, den MetaTrader auszuschalten. Und ich kann es ja auch mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die beiden MetaTrader-Konten, die angeschlossen sind. Und man sieht das Auto-Trading, das ist hier eingeschaltet, damit unsere Systeme oder unsere Expert Advisor ja, eben handeln können, die Erlaubnis haben von der Plattform handeln zu können. Und wenn wir jetzt so zurückgehen, wir sagen jetzt, wir wollen das Ganze ausschalten, weil wir uns einfach schützen wollen vor der aktuellen Marktlage zum Beispiel, habe ich jetzt einmal raufgeklickt, sieht man, ist das Auto-Trading einfach ausgeschaltet worden. Also man hat hier immer die Möglichkeit, die Plattform mit der Oberfläche sogar zu verbinden, damit wir uns nicht überall einloggen müssen.
dann ist es natürlich auch möglich, sowas zu implementieren, dass man alle Positionen schließen soll. Also wenn wir Grid-Trader sind oder Martingale-Trader sind und entsprechend sehr, sehr viele Positionen offen haben und unser Drawdown eventuell sehr groß geworden ist und wir uns auch gar nicht mehr sicher sind, ob der Markt jetzt stoppen wird, in die falsche Richtung zu laufen, dann ja, macht es vielleicht auch mal Sinn, dort einen Break zu machen und einfach auf den Knopf zu drücken und zu sagen, alle Positionen bitte schließen und ich warte erstmal, bis sich die Marktphase ein bisschen beruhigt hat. Dann gibt es auch Möglichkeiten, sich einfach benachrichtigen zu lassen, ja. Ja, wenn vielleicht irgendwelche Kennzahlen erreicht worden sind, der Profitfaktor ein bisschen zu gering geworden ist, die Verlusttrades überhand genommen haben, sich einfach eine E-Mail schicken zu lassen oder wenn die Verfügbarkeit nicht mehr vorhanden ist, sich eine E-Mail schicken zu lassen, dass die API nicht mehr erreichbar ist oder dass vielleicht ein von den verbundenen Konten nicht mehr verbunden ist, dann möchten wir darüber einfach gerne benachrichtigt werden. Und ja, solche Monitoring-Systeme sind eben sehr üblich. Wie gesagt, wenn man viele Systeme am Start hat. Damals in der Vermögensverwaltung hatten wir natürlich auch ein Monitoring-System, womit sich dann alle unsere Systeme verbunden haben und der Trader entsprechend einfach die Übersicht behalten hat. Läuft alles oder muss ich irgendwo eingreifen und muss ich vielleicht den Bestand nochmal manuell auffüllen? Okay, dann habe ich Ihnen erstmal, glaube ich, genug von meiner Seite aus erzählt. Und hier nochmal, falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne nochmal stellen. Ansonsten, ganz kleinen Moment. So. Da saß mir ein Nieser in der Nase. Genau. Also es ging heute so ein bisschen darum, Ihnen mal zu zeigen, was ist denn möglich? Was kann ich denn monitoren? Worüber sollte ich vielleicht die Übersicht behalten? Was bin ich vielleicht für ein Trader? Was habe ich für ein Profil? Und was sollte ich mir anschauen? Ja? Und ich habe Ihnen die ganzen Sachen einmal so ein bisschen vorgestellt, hier in einem Beispiel. Einfach so eine Dashboard-Übersicht. Dann gibt es hier natürlich die verbundenen Konten und es gibt auch die Möglichkeit, überall einen Eingriff zu starten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Also es ist eben eine komplett individuelle Geschichte und wer beispielsweise Nachrichten auf einen Blick erfassen will und nicht jede Nachrichtenseite abklappern will, der kann sich das auch gerne auf dem Dashboard anzeigen lassen. Genauso wie eben Tweets, also eben die wichtigsten Twitter-Accounts, die man folgen kann. Und wenn Sie daran Interesse haben, sich so eine Übersicht erstellen zu lassen, die wir ja komplett individualisieren für Sie, dann können Sie sich gerne bei uns melden, einfach an mail@top-trading-software.de. Und ich würde jetzt hier noch mal kurz in die Fragen reingehen und mal schauen, ja, ob hier noch irgendwelche Fragen angefallen sind. Hier gab es eine Frage: Wie groß ist denn der Einfluss auf jeden einzelnen Server? So, machen wir noch mal kurz dieses Bild auf. Okay, also mir ist jetzt gerade nicht ganz klar, der Einfluss von was. Ich nehme an, ja, weiß ich nicht, vielleicht kann derjenige das nochmal kurz erläutern. Ansonsten kann ich mal darauf antworten, wie ich es erstmal interpretiere. Der Einfluss beispielsweise von ja, einem Computer im gesamten System auf das System ist quasi sehr, sehr gering. Also es kann ja, was können für Szenarien passieren? Es könnte passieren, dass der Computer sich ausschaltet und eben kein Teil des Systems mehr ist, dann könnte das System so agieren, dass es einerseits hier verbucht wird in dem API-Server und in der Monitoring-Software entsprechend angezeigt wird. Oder es könnte auch eine Benachrichtigung rausgeschickt werden an
den Betreiber des Systems. Und entsprechend ist der Einfluss eben sehr gering. Ich schaue mal nochmal, ob das weiter erläutert wurde. Okay, der Einfluss beim Abfragen der Daten. Also ich gehe mal hier davon aus, dass die Netzwerkauslastung wahrscheinlich gemeint ist. Genau. Ja, der Einfluss ist nicht sehr groß. Also es kommt eben auf die Größe der Daten an. Was sehr, sehr große Datenpakete sind beispielsweise die historischen Trades und natürlich auch die Marktdaten. Also jetzt auf jedem Zeitintervall die aktuellen Open, High, Low, Close Kurse für die letzten 200 Kerzen rüberzuschicken, regelmäßig rüberzuschicken, da könnte es auf jeden Fall zu Problemen kommen, denn wenn ein Server das Ganze öfters tut und die API, die muss eben empfänglich sein für weitere Daten und es könnte sein, dass dadurch die Leitung, ich sag mal, verstopft wird, ja. Da muss man eben so ein bisschen abschätzen können, welche Daten und wie viele Daten man rüberschicken möchte. Für die Sachen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, also so die ganzen KPIs, Verfügbarkeitsdaten oder auch einfach eine Übersicht von der Balance und der Equity, das hat eigentlich gar keinen Einfluss. Also das ist vom Datendurchfluss her sehr, sehr gering und hier könnte man extrem viele Server mit anbinden, ohne dass der API-Server davon das mitbekommt. Und selbst wenn man da mal an einem Level erreicht ist, wo man, weiß ich nicht, hunderte Server verbunden hat beispielsweise, gibt es auch die Möglichkeit, dass man das Ganze skalieren kann. Also man könnte sich hier eine zweite API-Server-Instanz mit ins Netzwerk einbinden und dann könnte man entsprechend, die Server auch einfach umrouten auf die zweite Instanz beziehungsweise verteilen auf die erste und die zweite Instanz. Also das ist alles skalierbar und es gibt hier an sich nicht das Problem, dass wir das Netzwerk verstopfen, wenn wir zu viele Daten schicken. Also das hatte ich bisher noch nicht gehabt. Genau, dann gab es hier noch zusätzlich zu der Frage der Einfluss im Kontext auf die Runtime auf dem Rechner. Also im Endeffekt auf dem einzelnen Rechner gibt es ja, läuft ja dann eben die Handelsplattform und der MetaTrader, da könnte es, also es wirkt sich beim MetaTrader meistens so aus, dass wenn der Server überlastet oder der Computer überlastet ist, dass er aufhört zu arbeiten. Also dass er einfach per Tick oder per gesteuerte Zeiteinheit aufhört, die Daten an die API zu schicken. Wenn das passiert, dann würde eben der API-Server erkennen, okay, Server so und so, der eigentlich bei mir angemeldet ist, der hat sich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemeldet oder der hat sich eben oder der meldet sich sehr verzögert bei mir und entsprechend möchte ich jetzt gerne eine Notification rausschicken oder das Ganze eben anzeigen lassen, sodass der Trader das auf seinem Dashboard sehen kann, dass da halt was nicht stimmt, also dass nicht mehr alles läuft. Ja? Und bei den einzelnen Servern an sich, es ist ja auch möglich, mehrere MetaTrader-Instanzen auf einem Server laufen zu lassen. Das ist an sich auch kein Problem. Das hängt eben immer davon ab, wie rechenintensiv die Vorgänge sind. Also der Expert Advisor hat ja jetzt eine sehr rechenintensive Aktion. Dann sollte man nur eine MetaTrader-Instanz bei sich laufen lassen und auch darauf achten, dass die CPU und die RAM-Auslastung entsprechend gering sind. Also vielleicht so im Bereich 30%. Dass das nicht überstiegen wird oder 50% nicht überstiegen wird, weil ansonsten rennt man eben in die Gefahr, dass es immer dazu schwanken könnte, zu stocken und dann hat man eben das Problem mit der Verzögerung. Okay, ja, ich hoffe mal, dass ich die Frage ausreichend beantworten konnte. Gibt es denn noch weitere Fragen? Okay, scheinbar nicht.
So, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie hier auch trotz anfänglichen Tonausfalls so lange noch drin geblieben sind und sich das Webinar angehört haben. Und ja, ich hoffe, dass ich Ihnen heute ein bisschen Inspiration mitgeben konnte von den Sachen, die möglich sind in der Automatisierung von Monitoring-Software-Systemen. Falls Sie dazu noch Fragen haben oder sogar daran interessiert sind, sich selber mal so ein Dashboard entwickeln zu lassen, komplett individuell, dann können Sie sich einfach melden. Sie können entweder auf unsere Webseite gehen, top-trading-software.de, oder schicken uns eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail an mail@top-trading-software.de. Und dann werden wir Sie natürlich entsprechend beraten und ja, Ihnen Ihre individuellen Wünsche natürlich umsetzen, so gut wir das können. Okay, ja, dann vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommerabend. Ja, Manuel, vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, ich denke, es war ein sehr interessantes Thema, ein neues Thema, wo man durchaus drüber nachdenken könnte, wenn man denn mehrere Konten hat, die man verwalten muss, um auch damit den Überblick zu behalten. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern einen angenehmen Abend und ja, viel Erfolg für die nächsten Trades. Dankeschön.